Hallo, guten Morgen aus dem Waldesgrund. Ja, ich sitze hier und werde gestochen und eigentlich wollte ich euch den Specht zeigen, der war dann aber schon weggeflogen, aber jetzt ist ein Hörnchen gekommen. Ja, und ich trinke wieder meinen Shaky, meinen zweiten. Specht, wenn er kommt, zeige ich ihn euch noch. Und ich habe heute Morgen schon den neuesten, jüngsten Film von Viktor Schauberger angeguckt und gehört. Und da sind mir gleich drei wesentliche Punkte aufgefallen. Und zwar einmal, dass immer noch das Wasser für die Toilettenspülung benutzt wird. Da machen die Menschen sich tatsächlich Gedanken. Dabei ist doch, wenn wir da an Friedensreich 100 Wasser denken, die goldene Scheiße, unsere Ausscheidungen von schöpferischen Menschen sind kostbar und wertvoll und sollten nicht aus dem Kreislauf des natürlichen Lebens herausgenommen werden. Und die Anja hatte damals, wie ich sie besucht habe, das war 2015, schon wunderschön eine Toilette eingerichtet mit Komposttoilette. Und zwar richtig wunderbar. Sie hat sogar noch ein Deckchen gehäkelt, wo man sich draufsetzen kann. Also so eine Umrandung. Natürlich wurde die auch immer gewaschen und konnte man abnehmen. Und das hat überhaupt kein bisschen gerochen. Der Trick ist nämlich, wie bei Friedensreich 100 Wasser auch zu sehen ist, dass man einfach das Flüssige, also das Pipi, von dem Dung trennt. Und wenn man dann etwas Walderde hat, und wir wissen ja, Walderde ist das Kostbarste, was es gibt, voller Leben, darauf gibt, passé composé, riecht überhaupt nicht. Und dann gibt es auch heute schon Mischungen mit Terra Preta, also der schwarzen Erde. Da ist dann auch Holzkohle, also Pflanzenkohle mit dabei. Und da gibt es sogar den Kon-Tiki, das sind besondere Öfchen, die diese Pflanzerde herstellen, wenn man zum Beispiel räuchert oder wenn man etwas trocknet oder wenn man sich seine Mahlzeit bereitet. Ja, also das ist mir zum Beispiel als ein Punkt aufgefallen und noch andere. Das würde jetzt aber hier den Rahmen sprengen. Jetzt war ein Maischen da. Also kein Specht. Ich wollte euch ja einen Specht zeigen und das vergesse ich auch nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunder, 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 wundervollen Tag. Eure Wiener. Tschüss.